Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen wunderschönen Folge von Xerlins Sky City. Und das Scrap Mechanic ist auch Xerlin mit dabei. Ja. In Scrap Mechanic. Hallo. Hey. Sky City. What's up, girlie? So. Es scheint euch ja gefallen zu haben, die Map. Das freut mich natürlich. Ja. Es wurden auch schon zwei Sachen eingeschickt. Ja. Ja, ich weiß nicht, soll man die schon jetzt vorstellen? Ja, doch, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Sollen wir das schon hinstellen? Ja. Dann machen wir das mal. Ja. Dann komme ich mal rüber. Ja, ich bin beim Baumhaus, dann komme ich nämlich auch mal rüber. Ja. Bei mir könnte es auch ein bisschen dauern. Also wir sind ja voll vorbereitet. Wie immer. Okay, was für zwei Sachen, auf was darf ich mich denn freuen? Ja, von, ich weiß jetzt nicht, so heißt es nicht wirklich, sondern... Bezahlt, dass du einen Aufzug baust. Was, Aufzug? Ja, bezahlt, dass du einen Aufzug baust. Ja, könnte ich vielleicht dann mal demnächst machen, ja. Aber du hast gesagt, kein Aufzug. Hä? Oder doch? Hast du gesagt, einen Aufzug? Ja. Aufzug? Also ich habe gesagt, beim Baumhaus nicht unbedingt ein Aufzug. Beim Baumhaus ist halt ein Baumhaus, aber... Ja, das stimmt. Ich finde, da passt es nicht so ganz. Da braucht man dann so einen Seilzug oder so, aber das wird hier nicht gehen. Aber hier gerne einen Aufzug. Wenn man auch mal runterfällt oder so, ist das natürlich nicht schlecht. Schon, ne? Ja. Ich bin da. Ich noch nicht. Ich laufe noch von tief unten. Aber du kannst ja schon mal raussuchen. Ja, ich hole ihn schon mal raus. Ja. Den was? Na, den Studio. Den Studio. Das Studio, Entschuldigung. Ich hab's nicht so mit Grammatik. Doing, 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 doing. Den Bank. Wo bist du denn? Da. Genau, von Cobra. 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 Einmal Cobra. Hat er das hier gebaut? Oh, Entschuldigung. Vorsicht auf deine Füße. Ja. Wow, wieso leckt das so? Naja, weil es jetzt lose hier liegt. Okay. Mhm. So. Dann überlegen das ist aber schon groß. Das ist schon sehr groß. Boah, das nimmt ja schon fast die ganze Fläche hier ein. Das ist ein bisschen sehr groß. Ich meine, ich würde die Fläche hier ja auch noch gerne größer bauen, aber ich habe halt immer Angst, dass das... Das Spiel nicht mit mir. Das ist echt riesig. Das ist ein bisschen sehr groß. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da, ja? Das AT... ATV oder so, oder ATU. Kann man rein? Ja, man kann rein. Und, was haben wir hier? Ein... Ne, der ist jetzt auf dem Lift. Bearings und so. Ah ja, stimmt. Wie war das ohne Bearings? Er hat auch geschrieben für Sky City, oder? Ja, ja, aber haben wir nicht gesagt ohne Bearings und so weiter, ohne Technik? Ja, ja, doch schon, aber ich guck nur, ob das wirklich für Sky City gedacht war. Aber das steht hier jetzt nämlich nicht. Ach so. Vielleicht hat er das so geschickt gehabt, nicht für Sky City speziell. Deswegen packe ich es jetzt leider nochmal weg, weil er hat eins, das andere, die Bank, weiß ich auf jeden Fall... Ne, das ist die Döner. Hier hat er nämlich, glaube ich, genau geschrieben, dass die... Sky City sein soll, aber hier steht jetzt auch nicht für Sky City speziell. Mhm. Aber schauen wir mal. Oh, das war auch so riesig. Das ist zu groß. Ja, mich hat auch jemand gefragt, welche Größe, habe ich gemeint, so dass es für die Figuren passt. Eigentlich passt es schon Technik für die Figuren. Ich denke mal, das hat er so aber mal gebaut, nicht jetzt für sein. Dings. Nein, nicht passt, speziell. Aber dann müssen die Häuser tatsächlich eher kleiner gehalten werden, das weil. Das ist zu groß. Ich weiß nicht, wie groß wir die Plattform bauen können, ohne dass irgendwie Katastrophe gibt. Ja, das war. Wenn wir jetzt. Jetzt gehe ich mal ganz kurz hier in. Wo komme ich denn da jetzt hin? Genau, in Gruppen rein. Und schauen wir mal ganz genau, was er da eigentlich geschrieben hatte. Weil ich bin mir jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher, was er geschrieben hat. Jetzt bin ich beinahe schon wieder runtergefallen. Aber soweit ich weiß. Sky City Cobra, genau. Der hat nämlich extra eine Gruppe erstellt. Mhm. Eine Kreation, habe es ja schon im Screen gesagt. Bitteschön, Xerlin, die Bank. Zweite Kreation, Studio. Genau, also das sah jetzt auf den ersten Blick nicht schlecht aus, aber es ist echt ein bisschen groß. Ja, es ist groß. Ich weiß nicht, was meinst du, wie groß wir hier... Ja, vor allem halt wirklich mit Technik. Wir haben ja eigentlich gesagt, ohne Technik. Mhm. Nee, das ist blöde. Das ist zu heftig. Und wir können natürlich die Technik rausnehmen, die Knöpfe und alles. Ja. Aber es ist trotzdem zu groß. Ja. Die Bank nimmt ja schon die halbe Fläche ein. Ja, deswegen hatte ich gemeint, hinten vor allem Hochhäuser, die nehmen natürlich nicht so viel Platz weg. Die haben eine kleinere Fläche und gehen weit nach oben. Mhm. So wie es ja auch in Städten, deswegen werden die ja in Städten gerne gebaut. Ja. Also wir werden die Sachen auch gerne vorstellen, so ist es nicht. Also in der normalen Folge dann, Fancreations Folge. Aber jetzt hier so bei Sky City bin ich ehrlich, ich bin ja eigentlich auch ein Freund des größten Wahnsinns. Aber das ist jetzt, glaube ich, wirklich ein bisschen zu... Ja. Also, knackig, wir merken, man muss es tatsächlich etwas kleiner halten, von der Fläche her. Leider schon, ja. Also wirklich eher klein und spartanisch und bitte wirklich ohne Technik, besser ist das. Ja, keine Türen oder irgendwelche Bearings, die sich drehen können und so.
Am besten wirklich einfach nur Blöcke. So, dass es halt schön ausschaut, aber es soll nichts können. Ja, genau. Auch kein Licht oder sowas. Licht ist auch immer ganz schlimm zum Berechnen. Und bringt uns effektiv auch nicht. Das ist erstaunlich gut noch. Ich mache hier die Fläche gerade noch ein bisschen größer, weil. Ja, aber auch, du stellst ja dann Sachen drauf und ja, so. Das ist halt dann schon. Auch, dass die Fläche insgesamt nicht so groß ist. Ich hätte sie schon gerne noch größer, aber. Das ist halt wirklich nicht so einfach. Ja. Also, ich stelle mir zum Beispiel hier vor, wenn hier so ein oder zwei Häuser hingehen bis zu dem Rasen, wäre das halt nicht schlecht. Wenn das Haus dann aber so groß ist, dann ja. Ja. Ups. Ups. Falsch. Ich wollte jetzt mal gucken, ich habe ja für San Francisco meine Gondel gebaut und ich wollte mal gucken, ob die hier drauf passen würde oder ob die dann jetzt zu groß wäre und ich dann was Neues bauen müsste. Ist. Und jetzt fährt sie los. Was? Ja, die ist zu groß. Nee, ist zu groß. Dann musst du es nochmal in klein bauen. Ich kann ja die Optik dann auch später machen. Jetzt geht es erstmal nur darum, dass ich etwas habe, was drauf fahren kann. Guck mal, da drüben ist ja noch so ein Turm. Ich würde ja so gerne auch noch zu dem Turm darüber bauen. Das kannst du vergessen, das macht das Spiel nicht mit. Irgendwann bestimmt. Ja, irgendwann garantiert, aber. Da bauen wir darüber. Lass mich Visionen haben. Bitte, habe diese. Und vielleicht finden wir von da drüben aus dann ja noch mehr Türme. Das wäre phänomenal. Ich habe mal irgendwas gesehen, das war eigentlich ganz cool. Das war. So ein, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein YouTuber war oder ob der eher so Modder-mäßig war. Und dieser Modder, der hatte Maps erstellt. Und das auf eine sehr interessante Art und Weise für Scrap Mechanic. Mhm. Und zwar, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber die konnte man runterladen. Mhm. Mit Photoshop waren da so Elemente. Also man konnte sich dieses Photoshop komplett runterladen, das war so, also diese Datei, die war 100 MB groß und da waren mehrere Layers, nennt sich das ja bei Photoshop. Mhm. Und diese Layers hatten dann, ja, da konnte man, also man hat eine Map von oben gesehen, also von Scrap Mechanic. Man hat dann so einen Berg gesehen oder so ein Waldstück oder so ein Silo, das hat man so von oben gesehen. Und der hat es so gezeigt, dass man diese Layers so schieben konnte, wie man es haben wollte. Und dann war dann auch so ein Overlayer gewesen, wo man wusste, wie groß die Map ist. Mhm. Da gab es auch verschiedene Map-Größen. Es gibt scheinbar kleine Maps und etwas größere Maps. Da gibt es wohl schon diverse Unterschiede. Und mit den Layers konnte er dann sozusagen seine eigene Welt kreieren. Das ist ja cool. Ja, das sah ganz witzig aus. Dann konnte er entweder alles voll mit riesigen Bergen machen oder alles nur mit Wald oder 30 Silos und so und 40 Türme. Also das war eigentlich ganz witzig. Also da habe ich auch noch nicht so ganz dahinter geblickt, wie das jetzt eigentlich genau funktioniert. Aber das sah sehr interessant aus und das muss ich mir mal noch genauer anschauen. Okay. Und das funktioniert dann tatsächlich, oder was? Scheinbar, ja. Also man kann da einfach so spielen damit. Ja. Okay. Genau, er hat das dann so präsentiert und so gezeigt mit den Layers und hat dann die Map hochgeladen und dann hat er die Map gestartet. Okay. Und das hat funktioniert. Also das sah dann auch so aus, wie er das halt da so präsentiert hat. Also wie er das halt so zusammengestellt hat mit seinem Photoshop. Hab ich schon gedacht, nicht schlecht. Ja, okay. Das wäre ja, klingt gar nicht mal so uninteressant. Nee, wirklich nicht. Ja, wirklich nicht. Ja. Wirklich nicht. So, dann baue ich mal hier mein Dings weiter, mein Geländer und so. Ich passe die Treppe noch weiter an. Und du baust deine Gondel, ja? Ja, ich baue meine Gondel weiter. Ich bin ja schon gespannt, was du da schönes zauberst. Ich auch. Und wir da dann schön hin und her gondeln können damit. So, sehr gut. Da fehlt eine Stufe. Vor allem weiß ich noch nicht so genau, wie ich das mache.
dass er da drin dann stehen bleibt. Obwohl doch, ich wüsste vielleicht sogar eine Methode. Ich bin mal gespannt, wann wir dann dazu kommen, das Baumhaus und das Gasthaus zu bauen. Ja, das ist auch wieder so ein Projekt, was unendlich, glaube ich, gehen wird. Gefühlt. Macht nix. Aber, also, ich wiederhole es einfach nochmal, die Häuser wirklich dann doch eher möglichst klein halten, so, weiß ich nicht. Die müssen ja auch keine Zimmer oder so drin haben, sondern wirklich einfach, dass sie eine gewisse Fläche haben von, keine Ahnung, ein paar Quadratmetern. Und dass sie einfach süß ausschauen und irgendwie so ein Stadtbild ergeben, dann ein schönes. Ja, also was ja cool ist, was ich mal als was immer gut geht, ist eigentlich hier so eine Fläche. Da kann man eigentlich schon ein recht schönes Häuschen bauen, finde ich. Bestimmt, so die Fläche ist, einmal ist gar komplett nicht mal so schlecht. Ziehen, 16x16. Ja, so als entweder als Haus oder als Hochhaus. Genau. Man kann ja dann auch noch mal ein bisschen was dran bauen, wenn man sagt, okay, ich brauche doch noch ein bisschen mehr Platz, aber so... So, dass man schaut, dass man irgendwie in dem Bereich bleibt. Ja, oder das so. Ist vielleicht tatsächlich gar nicht so schlecht. Ja, ist auch gar nicht so leicht einzuschätzen, weil wie gesagt, ich wurde auch gefragt, wie groß darf das Haus sein? Und dann habe ich ja halt gemeint, so, oh ja, so dass für die Figuren passt. Aber wenn ich mir jetzt die Bank von Cobra anschaue, die passt natürlich für die Figuren. Ja, klar. Aber das ist dann doch ein bisschen groß. Ja. Also es muss irgendwie zwischen Normal und Mini-City dann liegen, tatsächlich. Ja, tatsächlich, ja. Also so, dass man vielleicht noch reingehen kann, aber sich vielleicht so ein bisschen erdrückt fühlt. Ja, genau. Wir wollen uns erdrückt fühlen. Ja, ist wirklich so. Da lacht Xarok. Ich bin ja auch kein Freund von erdrückt fühlen. Das machen ja immer sehr viele in Minecraft, wo ich mir immer denke, ja, es sieht kuschelig aus, aber irgendwie finde ich es dann immer so erdrückend, wenn dann die Decke nur 3 Blöcke hoch ist. Dann denke ich mir immer, Ja, da ist was dran. Aber es sieht kuschelig aus. Ja, da ist auch was dran. Ja. Naja. So. Ich weiß nicht, als erstes habe ich dann, glaube ich, Lust, wenn du mit deiner Gondel fertig bist, das Baumhaus zu bauen. Ja, gut. Baumhaus haben wir auch noch nie gebaut. Das wäre schon... Da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Schon, oder? Dass du so ein Luxus-Baumhaus zauberst. Oh. Ich wieder. Ja. Ich helfe dir natürlich. Natürlich. Aber ich kann nicht so gut wie du. Ist halt so. Ist halt so. Deswegen brauche ich deine Hilfe. Hast ja recht. Ja, ist ja auch okay. Ist das okay? Das freut mich natürlich. Gern, mich auch. Ups, was ist mein Disk? Was denn? Das ist Bums gemacht. Achso, das war eine Tür oder so. Das war aber schon laut. Ja, mei. Ich hatte Angst. Echt jetzt? Nein. Ich tröste dich. Wie nein? Hatte doch keine Angst. Ja, dich halt nicht. Nein, trösten darfst du mich immer. So, das funktioniert natürlich nicht. Ich weiß auch warum. Und zwar... Zack, 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 zack. Liegt Metall auf Metall. Das ist nie gut. Erstens ist es laut. Was mache ich denn da? Erstens ist es laut. Wenn Metall auf Metall schabt. Da ist was dran. Gell? Ja. Machen wir das doch so, dass ich mir hier schon den Bearing hinsetze. Das hier. Das. Und dann wieder hier. Dann ist da auch genug Platz zwischen Bearing und dem anderen Kram. Das könnte gehen. Große Plattform. Zack. Zack, so. Das streichen. Oh, das ist ja richtige Breite. Ich glaube schon. Nee, ich glaube nicht. Oder? Ach, ich weiß es noch nicht. Einfach ausprobieren, indem ich es. Draufstelle. Ja. Passt. Also, wie man sehen kann. Das ist ein bisschen blöd, das ist eine ungünstige Größe, da passt kein Lift drunter. Du Armer. A little bit. So. So, so. 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 Genau. Jetzt müsste es gehen. Und warum kann ich jetzt nicht mehr fahren? Ach so. Das
Schaut ein bisschen schief aus. Na, also mach's so. Wird schon keiner durchfallen, hoffe ich. Hoffentlich. Zack, zack. Genau, jetzt kann er da drauf wunderschön fahren. Dann machen wir doch gleich mal. Ja, es kann schon fahren. Ui. Also es ist noch nicht automatisiert, jetzt ist es noch Ding selber, aber das sind so die Gleise. Er fährt jetzt hier so drauf. Sobald beide Sensoren aktiviert werden, dreht er sich. Okay, das ist definitiv zu schmal. So. Sensoren sind noch zu kurz gestellt, das muss man dann so einstellen, dass dann beide Sensoren irgendwie aktiviert werden durch irgendwas. So, jetzt müsste er sich drehen. Schauen wir mal. Oha. So sollte es sich nicht drehen. Hat's aber. Frechheit. So, jetzt stimmt's wieder. So, jetzt kann ich wieder rausfahren. Warum auch immer das jetzt hier so komisch geworden ist. Seltsam. Stimmt ja schon wieder irgendwas nicht. Das ist so lustig, da ist man dann mal einen Tag nicht mehr drauf. Und dann stimmt alles wieder nicht. So, hey, eigentlich sollte sich jetzt das... Einen Tag nicht mehr drauf? Was ja. Wieso spinnt denn das jetzt so? Das gibt's ja nicht. Das ist ja unglaublich. Das ist mal wieder typisch. Okay. Probieren wir das mal aus. Genau. Sehe ich auch so. Es kann ja sein, dass er dann trotzdem drüber kommt. Ja, das dürfte eigentlich kein Problem sein. Auch wenn da eine kleine Kante jetzt ist. Dann braucht man rein theoretisch sogar das da gar nicht. Dass es sich so dreht. Sehr gut. Oh, das geht doch easy goal. Lass mal das Klappen weg. Das müsste eigentlich auch ohne gehen dann. So. Auch wenn es cool aussah. Aber das spart dann wieder mal Ressourcen, Ladies and Gentlemen. Das finde ich gut, wenn du Ressourcen sparst. Ich auch. Nee. So, probieren wir es nochmal aus. Was haben wir denn hier jetzt? Jetzt bin ich völlig irritiert. Aha. Okay. So. Ob das geht oder nicht? Seht ihr, wenn das Licht angeht? Ja, es geht. Und jetzt kann er wieder weiterfahren. Sehr schön. Das Einzige ist noch, es darf sich nicht zurückdrehen. Es muss eigentlich dann in der Position bleiben, bis man wiederkommt. Aber das machen wir dann noch. So, dann ziehen wir doch mal die Gleise. Mhm. Gleise. Das coole kleine Meise. Ah ja. Die Gleise hat eine Meise. Schade, ich habe mich jetzt so gefreut, als du gesagt hast, es wurden Häuser eingeschickt. Was? Ich habe mich jetzt so gefreut, als du gesagt hast, es wurden Häuser eingeschickt, aber... Ja, ich das auch. Das ist natürlich umso blöder, dass Kuba zum Beispiel jetzt da welche gebaut hat. Naja, sie sind ja nicht umsonst gebaut worden. Ja, okay. Sie werden ja trotzdem angeschaut. So ist es. Vielleicht kann er sie ja verkleinern. Ja, genau. Aber bitte wirklich ohne Technik. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, bitte. Jo. Kann da schon Nein sagen. Das war jetzt irgendwie süß. Wer kann da schon Nein sagen? Oh. Das war so. Freut mich natürlich. Okay. Okay. Damit es schneller geht, das Gleise legen. Holst du dir Hilfsarbeiter? So in etwa. Copy and Paste. Aha. Kennst du die? Ja. Die sind voll cool. Ich mag die. Die sind geil, die zwei, ja. Ja. Die arbeiten Hand in Hand. Man braucht aber beide. Ja. Wenn einer krank ist, hilft dir der andere auch nichts. Nee, das stimmt. Das ist wahr. Aber zum Glück sind sie eher selten krank. So.
Was? Ich wollte jetzt einmal gucken, wie lange wir schon aufnehmen, aber ich sehe es gar nicht. Oh, du hast recht. Ich habe auch vorhin schon einmal aus Versehen rausgetappt. 20 Minuten. So lange schon? Nein, ja, schon bald wieder vorbei. Ja. Ich mache noch die Gleise fertig. Ich bin immer noch nicht oben mit meinem Geländer. Ich bin mal gespannt, wann ich oben ankomme. Fange ich auch mit der Technik von der Gondel schon mal an. Damit die schon mal ein bisschen tuckert und dann kann man vielleicht dann schon mal ein bisschen Design einarbeiten lassen. Geht's da? Uah! Nein, oh Gott. Ich bin noch weiter runtergesprungen. Der Mist. Lach nicht. Okay, tschüss. Ja, lass du mich aus. Na. Das ist so Zuckerbrot und Peitsche bei dir. Erst schleimst du, dann lachst du mich aus. Ja, das sind die sympathischsten Menschen auf dieser Erde. Ah, ja. Ja, ist wirklich so. Aha. Oh, da bin ich ja schon wieder. Sehr gut. Ich bin gar nicht so weit gefallen. So. Also. Ja. So rum. So. Richtige Reihe, ja. Und dann hier und. Also wenn die Gondel dann richtig fährt, das wird mega cool. Das freut mich. Wenn er so hin und her tuckert. Das ist richtig? Das ist richtig rum. Ey, das sind Äste, ich sehe nichts. Kann mal jemand die Äste stupsen? Nee. Ich sehe ja nichts. Ist das richtig rum? Ja. Ich sehe wirklich nichts. Schau mal, wie soll ich denn in der Ecke hier bauen? Ich sehe nichts. Das ist wirklich Katastrophe. So, aber geht schon. Ich weiß ja, wie es funktioniert. So, so. Okay. Ich weiß mal was. Ja, das mache ich ja schon seit jetzt in der zweiten Folge schon. So, die Richtung? Nein, die Richtung. So, die Richtung. Genau. So, dann habe ich doch schon mal die ersten Gleise fertig. In die eine Richtung. Wupp, wupp. Wupp, wupp. So. Meine Nase kitzelt. Gar nicht gut. Ist das richtig? Das ist richtig. So. Gut. Ach, jetzt bin ich dann über den Ast hinaus. Nein! So. Sehr gut. Halleluja. Oh, da wird es aber auch schon wieder eng. Vielleicht rutschen wir eins weiter rüber. So. So, deine Brücke muss jetzt ganz schön viel Stahl schleppen. Ja. Soll sie das mal tun? Und ich bin bald mit den Gleisen fertig. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da freue ich mich ja schon ein bisschen. Einmal noch. Muss mal nur gucken, dass wir die auch dann schnell genug kriegen, ne? Die Gleise? Die Gondel. Ja. Vielleicht mit dem Stoßdämpfer in der Mitte noch, damit sie ein bisschen federn kann. Und nicht die ganze Energie. Nein, 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 oh. Das ist nach ganz unten. Natürlich. Ah, ja. So. Dann schaue ich mir meine schöne Treppe halt nochmal an. Mach das. Ja. Aber dank dir kann man sie jetzt immerhin nochmal hochlaufen. Deiner genialen Idee. Xion ist genial. Nein, du. Ich? Dank deiner genialen Idee. Ach so. Die einfach noch Zwischenstufen reinmache. Ach so. Ja. Saug ist manchmal genial. Ja. Ach, genau.
Reicht aus. Ich will dich nicht beklagen. Hier ist so eine große Plattform, da könnte man schon fast einen Tisch und eine Bank hinstellen. Oh, wie witzig. Das wäre knuffig. So wie Knuffi-Brot. So. Wow. Baby. Wenn dann die Gondel dann... Ich muss ja dann hier nochmal Gleise machen, aber wenn die Gondel dann hin und her fällt... Oh. Au! Ja, oh, was denn? Das wird so cool. Ich hab voll einen Nerv getroffen. Ah, ehrlich? Ja. Du nervt es aus. Nervt es aus, genau. Das wird wirklich cool, wenn eine Gondel fährt. Das ist voll praktisch. Ja, die wird dann wahrscheinlich nie benutzen werden. Doch. Wenn wir zu unserer neuen Arbeitsstätte dann in dem Gasthaus fahren, dann... Und dann immer wieder Häuser setzen müssen, weil Leute was einschicken. Stimmt, dann ja, muss man schon ab und zu hin und her fahren. Wird ja schon genutzt. So, ja, da sind die Gleise fertig. Habe ich noch ein bisschen Zeit? Ja, ein paar Minütchen habe ich noch. Da kann ich ja dann noch schnell die Technik anfangen. Für die Gondel und dann kann sie ja schon mal ein bisschen tuckern. Sie ist zwar noch nicht hübsch, aber dann kann sie schon mal tuckern. Schön wird sie dann später noch. Okay, also schön auch noch. Das ist ja. Ja, natürlich. Super. Ein bisschen. Ein bisschen. Sehr gut. Ein Dach, wenn es regnet. Obwohl in dem Spiel hat es noch nie geregnet, aber man weiß ja nicht. Man weiß ja nicht genau. Ich habe generell noch gar keine Flüssigkeit in diesem Spiel gesehen. Keine Flüssigkeit? Ja, stimmt. Ich glaube, du hast recht. Gell? Ja, keine Flüssigkeit. Nee, keine Flüssigkeit. Die Charaktere müssen nicht aufs Klo. Wer muss aufs Klo? Die Charaktere müssen nicht aufs Klo. Wer muss aufs Klo? Du wahrscheinlich. Ah, das kann nicht sein. Nehmen wir es mal hier hin. Wenn du jetzt dahin machst, dann gibt es Flüssigkeiten. Ach, stimmt. So, wir machen das Ganze als Schalter. Machen wir mal auf 2. 2 und Schalter, Sound out. Ach, das ist jetzt, weiß ich, warum ich runtergefallen bin. So, das ganze Basteln war eigentlich genauso wie damals die wunderschöne Gondel für San Francisco. Damals. Vor ein paar Tagen. Vor ewigen Zeiten. Vor einer Woche. Ich könnte mir jetzt sogar meine alte Gondel, die ein paar Tage alt ist, schnell hier herstellen, könnte ich sie mir abgucken. Das ist eine Idee. Könnte ich spicken. Ja. Ach siehst, da brauche ich ja Doppelt Bearing. Stimmt. Ja, meine Beine, bleibst du stehen. Nicht wegfahren. Ich wollte dich umbringen gehen. Was? Ja, ja. Ja, ja, ja. Stimmt, ja. So. Hoffentlich machst du was Interessantes, weil ich glaube, bei mir ist es nicht so interessant. Ach, das ist doch in Ordnung. Oh, nee, immer das Gleiche. Doppelt. Wie mit der Höhle. Höhle. Mit der Höhle bin ich auch immer nur am Fixierungen und so machen. Ja, das ist halt so. Ich meine, wenn ich baue, dann sieht es auch nicht anders aus. Da baue ich halt irgendwas. Aber ich finde persönlich dieses Geländer hier schon wichtig, weil ich falle sonst da und runter. Lach nicht. Nein. Hallo. Nein, nein. Warum lachst du so viel? Nein. Ich bin halt ein fröhlicher Mensch. Nein, hey. Nein, hey. Ich bin halt ein fröhlicher Mensch. Was soll das? Was soll das? Ich bin halt ein fröhlicher Mensch. Was soll das? Ich ja. Weiß nicht, was es soll. Du mir beantworten. Ja. So. Und noch eins. Noch eins. Immer noch eins. Gib her. Später. Danke. Jetzt schaut das Blatt unten durch, lustig. So. Und nicht anders. An dem Ast wahrscheinlich wieder nicht bauen. So, richtige Reihe, richtige Reihe. So. Und kann nicht anders. Irgendwie... So, die sind vier außen.
die sind für innen. Oh, da die Lücke. So, so, alle in die richtige Richtung. Außen dreht nach rechts. Sprich, der muss gedreht werden. Innen dreht nach links. Sprich, der muss gedreht werden. So. Okay, das funktioniert tatsächlich. Schauen wir mal. Motorsteuerung 1. Motorsteuerung 2. So. Sensor 1. Sensor 2. So, dieser Sensor, warte, wir müssen den jetzt auf XOR stellen. Dieser Sensor aktiviert genauso den hier, das heißt, der hier ist auf. XOR. Der soll dauerhaft leuchten. Und der hier ist für den hier mit zuständig, der steht nur auf XOR. Sprich, wird dieser Sensor aktiviert, geht er da drüben aus. Testen wir das mal. Der geht aus, der geht an. Voila. Geht dieser Sensor aus, beziehungsweise berührt hier hinten die Wand, geht der hier aus, da drin geht er an. Wunderbar. So muss das sein. Ich habe einen Zaun über einen Ast gebaut. Okay, alles klar. Dann brauchen wir noch zwei Timer. Wir sind übrigens am Ende der Folge. Ja. Das geht dann nämlich hier rein. Ja. Und das hier geht da rein. So. Noch 5 Minuten. Ja, ich muss das noch machen. So, und bei das wird auf 6 Sekunden gestellt, damit der Zug natürlich ein paar Sekündchen da stehen bleibt. Oder machen wir mal 10. So. Und der hier betreibt jetzt dann den Motor. Und der betreibt den Motor. So. Voila. Schauen wir mal. Ihr müsst ihr jetzt, wenn er jetzt seine Motorleistung kriegt, in eine Richtung fahren. Und der fährt in die andere Richtung. Sehr gut. Machen wir mal den Test. Wir machen jetzt mal auf 5. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Jetzt liften wir ihn mal nochmal und setzen ihn neu, damit die Sensoren alle aus sind, so wie er stehen würde, wenn man ihn das erste Mal stellt. So, da der jetzt auf XOR ist, lädt er sich auf und fängt an loszufahren. Nehmen wir jetzt an, er fährt da immer weiter bis da hinten hin. Dann kommt er irgendwann zu dieser schönen Mauer. Und sollte eigentlich dann stehen bleiben. Tut aber nicht. Warum tut er das nicht? Weil XOR keinen Fehler gemacht hat. Aber es macht nichts, denn er fährt wieder weiter. Also er macht das, was er machen soll. Denn wir brauchen ein Zweitsignal. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie ich das gemacht hatte, aber wir brauchen im Prinzip das Sensorsignal nochmal in den Raum für den Motor. Sprich, der geht auch nochmal hier rein und der hier geht nochmal da rein, so dass beide Sensoren aktiv sind. Schauen wir mal. Es ist ein bisschen seltsam. So, jetzt hat er sich gefüllt. Fährt aber nicht los. Lustig. So, jetzt fährt er aber los. Schauen wir mal. Jetzt kommt dann die Wand und dann müsste er eigentlich sofort stehen bleiben. Tut aber auch wieder nicht. Also hat XOR irgendwas falsch gemacht wieder. Deswegen lösen wir dieses Dilemma mit den Sensoren hier wieder. Jetzt funktioniert das nämlich nicht so, wie ich das möchte. So, mal gucken. Notfalls, ich weiß auch noch nicht, wie ich das da dann dort mache. Das wird dann sowieso darauf hinauslaufen, dass der dann wahrscheinlich weiterlaufen wird. Aber so prinzipiell funktioniert es, wenn der jetzt dann hier so ankommen würde. Und der ist ja dann entschieden, deswegen kann er eh nicht nach links und rechts weg. Schauen wir mal. Ich stelle jetzt mal hier ja, schon gespannt. Rein irgendwie. Ich freue mich dann schon das erste Mal damit zu fahren. Darfst du. So, schauen wir mal, ob das sogar gehen. So. Jetzt müsste er eigentlich losfahren. Genau, er fährt jetzt hier so seine Runde. Machen wir ein bisschen mehr Leistung, damit er schneller wird.
können wir auch gleich mal testen, was möglich ist. Machen wir mal so. Wenn man zu Fuß noch schneller. Also muss schon ein bisschen mehr gehen. So. Das ist zu schnell. Denn dann im Kleister, da müssen wir noch einen Stoßdämpfer reinmachen. Sonst hängt er sich dann immer auf. Aber er bleibt trotzdem gut in der Spur. So, und er würde jetzt... Oh. Gut, dass er da oben hängt, weil auf der einen Seite haben wir noch was vergessen. Oh. Ja. Da war natürlich jetzt die Mauer zu niedrig. Das war was Blödes. Hey, nicht abhauen! Flüchtling! Flüchtling. So. Das wäre falsch. So, schauen wir mal. Wie weit habe ich denn noch? Zu weit. Okay, okay, nee, ich bin fast da. Du brauchst dann Hilfe dabei da mit der Plattform dann von dir. So, der fällt jetzt hier so schön hin und... Stopp! Oh, 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 oh. Da fällt er drüber. Jetzt fährt er in die andere Richtung. Ja, da muss ich mal noch gucken, ob das noch nicht geht. Aber das darf natürlich nicht passieren, ne? Wäre nicht so, so gut. Nee, wäre nicht so gut. Also mit meiner Gondel war das kein Problem. Warum? Was habe ich da anders da gemacht? Das weiß ich noch nicht. Irgendwas habe ich da noch zwischengeschaltet. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Muss ich da nochmal nachgucken. So, ja, dann sind wir am Ende der Folge. Liebe Leute, hat uns mega gefreut. Hoffentlich. Ihr hattet ja auch noch nicht so viel Zeit, das auch mal einzuschicken. Wir haben jetzt diese Folge am Sonntag gedreht. Gestern kam die Sky City Folge. Deswegen hattet ihr ja auch noch gar nicht so viele Möglichkeiten, da jetzt was einzuschicken. Das stimmt. Genau. Deswegen freue ich mich noch auf alles, was da kommt. Genau. Und ich denke mal, nächste Woche gibt es dann da ein bisschen mehr zu sehen. Ich hoffe, die Leute bauen jetzt nicht ganz fleißig und bauen dann viel zu groß. Ja, ich hoffe auch. Ich hoffe auch. Ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so verlasst, ist doch ein kleines Like da. Wir sehen uns. Hab ich was mit Geburtstag gesagt? War nicht was mit Geburtstag? Hab ich was? Warte mal. Hat jemand Geburtstag? Was hat jemand Geburtstag? Ich immer, oder? Ja. Ja, gell? 5.8. Ja. Meine Güte. 5.8. Und zwar der Tom Leon Marschall. Hatte Geburtstag. Happy Birthday. Glückwunsch. Cheerio. Sehr schön. Feier schön. Feier schön, genau. So muss das sein. Nicht anders. So, liebe Leute, macht's gut. Gehabt euch wohl. Schönes Wochenende. Peace over and out. Tschüss.